Vielleicht zu der beten? Hello, ma'am. Umgestürzt. Die kann ich nicht annehmen, oder? Nee. Oh, das ist die in der Schlucht. Erstatte der Statue der Göttin bei der Quelle der Weisheit Bericht. Ja, geil. Schönchen, schönchen, schönchen. Dann können wir das, wenn wir da Richtung Kakariko hoffentlich und Pferdestall und... Oh Gott. We got stuff to do, guys. Stuff to do. Das sieht so aus, als müsste ich es mit Wasser füllen. Das sieht aus wie so eine Lotusblüte. Wisst ihr, wie ich meine? Das könnte man so... Die Karte. Da ist er. Okay, geil. Und wieso müsste ich runterspringen? Achso, er kommt auch runter, okay. Das sind die, ja, das sind die. Und die nächste Abbildung. Ah, alles klar. Und so ergibt sich die Reihenfolge. Wieder was dazugelernt. Ja, ja, mehr Visionen. Jada, jada. Dann machen wir jetzt Fotos. Ich habe leider die Kamera nicht, deswegen machen wir einfach Screenshots. Dann kommen die drei. Dann die drei. Dann die drei. Die drei. Und abschließend das Schwert. Alright. Von der Karte sollte ich auch nochmal ein Foto machen. Das ist ja dann ziemlich dumm, wenn ich... Ja. Kann man das erkennen? Einigermaßen, ne? Ja, doch schon. Wir würden dann hier hingehen und dann... nachdem wir bei dem Schloss waren, gehen wir zur Switch. Die ist hier. Ja, 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 ja. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Leute. Perfekt. Karte gefunden. So, jetzt aus reiner Neugierde würde ich gerne wissen, wo ich hier rauskomme. Wir haben aber nicht unseren Purpose vergessen. Das heißt, da vorne der Raum aktiviert sich wahrscheinlich auch, wenn wir all diese Tränen haben. Weil wir die Tränen dann eingeben? Vielleicht. I don't know. Oh. Interesting. Arsch der Welt? Nee, Wüste. Wait, nee, nicht Wüste. Was? Arsch der Welt. Anyway, wir haben einen Plan. Wir haben gesagt, was wir machen. Wir machen das. Oh no, you don't A drücken? Okay. Okay. 5 Minuten lang kein A drücken. Gönnen wir uns. Easy. Warte, warte, warte. Wir hatten doch sogar... Moment, Moment. Countdown. Ich dachte, wir hätten ihn. Doch, da ist er. Ha. 5 Minuten Timer. Kein A drücken. Kein A drücken. Easy. Warte, muss ich A drücken, um zu fast traveln? Ja, muss ich. Okay, 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 okay. Easy. Schaffen wir das? Also, nein, wir schaffen das. Wir schaffen das. Kein A drücken. Was macht A alles? Ich überlege gerade. Ich kann so einfach eine Waffe auswählen. Das ist kein Problem. Ich kann springen, ich kann rennen, ich kann klettern. Ich kann keinen Dialog führen.
Ist nicht so schlimm. Wenn wir schon mit NPCs reden. Ich könnte aber auch kein Pferd oder so abholen. Egal. Wir laufen jetzt zu der grünen Markierung. Ich glaube, da war das Dorf. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, da war's. Das ist jetzt unser Ziel. Und X drücken. Okay, ihr habt euch verschworen. I see. A und X drücken. Okay, ich darf nicht springen. Ich darf nicht springen. Ich darf kämpfen und ich darf rennen. Geil. Ja, warum dann nicht gleich mal da vorne das kleine Monstercamp auseinandernehmen, ne? Ich darf kein Loot aufnehmen. Oh Gott, damit. Okay, gut, 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 gut. Genau, da grün markiert. Oh, okay, wisst ihr was? Dann gehen wir zu dem Turm, den ich nicht markieren darf. Egal. Egal. Okay, wir machen erst den großen. Okay, ich darf auch nicht springen. Ich darf auch die Abilities nicht benutzen. Oh, yikes. Okay, 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 okay. Egal, egal, egal. Okay, kein Loot, kein Loot. Denk dran, nicht springen. Nicht dodgen damit. Andere Waffe kann ich nehmen. Flammenkeule, ja. Das Gluti nehme ich richtig. So. Kein Loot ist unangenehm, aber... will man machen. Oh, die ist kalt. Warte, hier, ich friere dich ein. Die ist warm, ich friere dich ein. So. Ich sehe schon kommen, wie das man dann... bei einem größeren Boss zu Trage kommt. Ist okay, ist okay. Wir springen nicht, wir springen nicht. Ich renne nur. Ich renne nur und ich boxe. Schlage, ihr wisst schon. Oh no, you don't. Ist begrenzt pro Stream. Denn auch wenn wir es selten eigentlich verwenden, hatte ich die Befürchtung, dass es irgendwann mal komplett eskaliert, wenn das keine Begrenzung hat. Das ist dann einfach... Oh Gott. Das ist dann ausartet. Langweilig. Weiß ich nicht. Nee, das Problem ist auch, wenn dann jemand sagt, okay, ich aktiviere es jetzt fünfmal, wollte B drücken. Sowas würde noch gehen, aber hast du heute schon Oh No You Don't gemacht? Nee, aber es ist mehr so Protection, weil imagine, jemand aktiviert das aus Juck sechsmal und blockiert zum Beispiel sechs Buttons. Dann würde ich ja nur rumstehen. Das wäre langweilig. So. Ne? Also. Ich renne jetzt noch zu dem Schrein, den ich nicht aktivieren kann, weil ich nicht A drücken darf. Verdammt. Geht nur zweimal pro Stream. Naja, gut. Gut, gut, gut. Rumstehen im Simulator. Ja, genau. Hatte ich so ein bisschen die Befürchtung. Oder alles wird verboten, auch laufen. Ich sage, okay, ich... Bye, guys. Ich gehe kurz auf K. Ich meine, wie macht man das? Dann legt man eine Zeitbombe und sprengt sich mit einer Zeitbombe weg. Vorausgesetzt, die Buttons gehen noch. So bewege ich mich nun fort. Ja. Ja, aber wir sind am Kurs. Wir haben das kleine Camp easy gemacht. Freut mich übrigens, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Eisbär. Dodo Knight. Da eine Ausnahme dafür. Ja, ich glaube auch. Da wäre der Chat nicht mad, wenn ich das dann nicht einhalte. Okay, wir können den Schrein nicht aktivieren. Ich darf nicht A drücken. Ja, dann ist es so. Ich warte jetzt auch nicht noch die halbe Minute. Wir haben ein Ziel. Ich bin jemand, der verfolgt die Ziele. Das Ziel ist ungefähr die Richtung Turm da hinten. Und dementsprechend dann auch... Was hast du denn da? Guten Tag. Excuse me? Der ging aber glatt durch. Ich kann die Kiste nicht öffnen. Okay, 5 Sekunden, ich kann die Kiste öffnen. Aber der erste Pfeil, den habt ihr gesehen. Der ging durch. Ja, Voting vorbei ist quasi Countdown vorbei. Ey, Holzpfeile. Sexy. Wenn ich jetzt noch die Augen finde. Kakuda, sehr schön. Dann bin ich doch happy. So. Gehen wir jetzt zurück zum Schrein? Nee, den lassen wir hinter uns. Der Schrein ist Geschichte. Der Schrein ist Geschichte. Es geht nur nach vorne. Oder zur Seite, wenn das kleine Wesen es wünscht. Der kleine Krog. Na gut. Das kleine Krog? Nein, 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 nein.
Ich habe Pech gehabt. Der Schrein, ich werde ihn irgendwann mal später mitnehmen. Und mir dann denken, aber du warst doch schon mal da, oder? Warst du da? Warst du nicht da? Ich werde sehr verwirrt sein, aber dann ist es so. So, wie nett, dass uns das Game hier auch eine Rakete sponsert. Ich will zu meinem Freund. Ja, ist richtig und ich kümmere mich darum. Don't you worry, little one. Punktlandung? Punktlandung. Nee, ich brauche keinen Scheiß. Ich habe dich erfolgreich abgeliefert, weil ich so nett bin. Naja, allen voran, weil ich die Krugsamen brauche. Die sind zu gut. Die sollen nicht gut riechen für Menschen, aber die Upgrades. Upgrades, people, Upgrades. So. Mit diesem... Oh, machen wir den Flammenmagier? I actually don't really care about the weapon. It's strong, though. Na gut. Ja, der wird easy gehen hier mit unserem Repertoire an Abilities. Dann noch so eine schöne, oh nee, keine Donnerblume, weißt du was, wir gönnen uns, gib du Knochen. So, und wenn er hier nämlich schön in Range ist, der Kollege Lufthans. Einfach deleted. Ah, Dodo Knight, sorry, die gehen momentan nicht. Verdammt, Triggerfire funktioniert alles momentan nicht. Ich weiß nicht warum. Das ist jetzt schon leider seit 2 oder 3 Streams so. Irgendwas ist mit der Seite los. Also ich habe alles versucht, die wieder zum Laufen zu kriegen. Es tut mir leid um die 100 Coins. Ich habe versucht, die wieder zum Laufen zu kriegen. Mehrmals schon. Vom letzten Stream auch. Ich würde jetzt nochmal versuchen. Ey, vielleicht ist es wie mit der Kamera. Vielleicht ist es wie mit der Kamera. Ich mache die jetzt nochmal alle schnell an und aus. Who knows? Ich meine, die Kamera, die Catcam hat auch einfach wieder funktioniert. So, Moment. Vielleicht ist es das ja. So. Weil, wie gesagt, Kamera hat mich auch überrascht. Ah, Flashbang. Nee. Ich teste gleich mal. Ich nehme nochmal den Link. Ich setze ihn neu ein. Overlay Settings. Save. Okay. Ja, Scam, was glaubst du, ich mich fühle hier? Das hat ewig funktioniert. Und an und aus. Funktioniert es jetzt wirklich? Ich spam mal ein bisschen. Es ist nicht doppelt. Es geht wieder, Leute. Es geht wieder. An und aus. Das 5. Mal an und aus. Vielleicht auch schon das 6. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich das probiert habe. Es geht wieder. Ah, schön, schön, schön. Nee, ihr müsst wissen, was los war. Teilweise sind sie gar nicht getriggert. Teilweise sind die doppelt getriggert von der Stimme her. Das war absolut nervig. Und dann war so ein Zwischending, Sound ist da, aber Video ist nicht da. Das war beim letzten Mal der Stand, wo ich ehrlich gesagt mit fein war, im Sinne von, okay, es ist irgendwas bei Triggerfire, weil ich habe alles Mögliche versucht. Ja, und jetzt ein erneutes. It works again. Okay, es ist wirklich wie die Kamera. Es war auf jeden Fall frustrierend. Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Wenn ihr alles richtig eingestellt habt, beziehungsweise wenn ein System richtig funktioniert hat, monatelang, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir den Effekt, die Effekte? Über ein Jahr? Bestimmt. Es hat ewig funktioniert und plötzlich ist es so, ja, nee, von jetzt auf gleich, screw you. Oh, die wandern auch. Und plötzlich ist es so ein screw you, ich mache jetzt gar nichts mehr. Und du denkst dir, ich habe nichts verändert. Es ist... Stupid. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob wir uns den da stellen, aber nee. Wir gehen einfach. Weil die Viecher hauen auch ab, wenn du denen begegnest. Die haben keinen Bock, dich zu bekämpfen.
Und dann muss ich die Augen benutzen, die Fledermausaugen, die leider sehr viel wert sind und ich ein bisschen sammeln muss. Ist hier ein Krog drunter? Nein. Hm. Genau. Ja, genau. Haben Sie schon mal versucht, das Gerät an und wieder aus? Es ist genau das. Es ist genau das. Nee, und das hatte ich halt wirklich mehrmals probiert. Alle Dinge an, alle Dinge aus. Okay, geht nicht. OBS neu starten, das Trigger-Ding als Quelle neu reinschmeißen, Link neu setzen. Nicht diesen Link, sondern... Oh, warte, es geht ja jetzt wieder. Ich muss es nur finden, ich muss es da. Ja, weißt du, weil Link. Genau, alles Mögliche probiert. Und wie es so ist, es macht plötzlich wieder, was es soll. I get distracted again. Und da sehe ich schon wieder ein Schrein. Und da sehe ich aber einen Stall. Ist das der Stall, von dem ich denke, dass es der Stall ist? Das ist der Turm, von dem ich denke, dass es der Turm ist, den wir eigentlich ansteuern wollten. Das hier ist aber nicht Kakariko Village. Das könnte da hinten sein. Nee. Nun. Es ist, wie es ist. Haben Sie das Gerät auch richtig angeschlossen? Ja, ja. Hätten Sie Interesse an unserem neuen Kunden? Ja, ja. Mhm, mhm. Tech Support, Dauerschleife. Ja, ich frage mich so als Tech Support, was man sich da manchmal anhören muss, muss echt wild sein. Aber ich hatte letztens auch eine sehr interessante Frage. Da war ein junger Herr bei mir und der wollte, dass ich ihm mit irgendeinem Buchcover, wenn er da geil, auf ein T-Shirt gedruckt. Emotional Damage! Ja, genau. Jahresabo. 100.000. Nee, nicht Jahres. Das ist von meinem OnlyFans-Account, der leider gesperrt worden ist. Das war der monatliche Beitrag. Mhm. Genau. Nee, aber da war ein junger Herr bei mir, der so ein Bild gedruckt haben wollte auf ein T-Shirt. Und ich so, ja klar, ich bräuchte nur eine druckfähige Datei. Obviously. Und da meinte er, ja, ich habe jetzt aber hier nur Pinterest. Und ich so, ja, Pinterest wird nicht funktionieren. Das skaliert die Sachen immer runter. Habe ich leider zu oft. Leute kommen mit irgendwelchen Pinterest-Screenshots auf dem Handy an, wo ich mir denke, Bruder, egal, auf jeden Fall meinte ich zu ihm, ja, also ne, ein transparentes Bild. Und da schaut er mich an, meinst du hier, ist doch hier auf dem Handy, der Bildschirm, das Glas und das, der weiße Hint, also, aber das kann doch nicht transparent sein, oder? Und ich dachte mir, what the fuck? What the fuck? Okay, ne, also, nee, ich meine die Dateiendung, also, ne, eine PNG, wo der Hintergrund nicht da ist und der schaut mich mit ganz großen Augen an. Kennst du das, wo so graue und weiße Pixel sind im Hintergrund? So Quadrate. Der so, ach so, ja, Transparenz. Ja, ja, das. Ach so, ja, ja. Nee, habe ich nicht. Pixelart halt, ja, genau. Man kann die runterladen. Ja, aber das funktioniert nicht, Draco. Das ist, also, hatte ich auch schon so mit Link schicken und so und die Vorlagen. Das reicht nicht für einen T-Shirt-Druck. Leider nicht. Leider nicht. irgendwas, was vom Himmel runtergefallen ist. Runtergefallen? Achso, die Steine, ja, ja. Guck mal dort, der Kasten. Ja, ja, sowas. Und die kann ich nehmen, um wieder hochzugehen. Also halbwegs hochzugehen. Eine Höhe zu gewinnen. PNG ist eine Krankheit, ja. Das ist manchmal eine Krankheit. Weil dann steht auf Seiten irgendwie... What the fuck is this? Ich werde schon wieder sidetracked, I know, but sorry, it's so cool. Steht auf Seiten zum Beispiel, ja, hier PNG runterladen und dann ist es nur der JPEG. Weil der Hintergrund sind immer noch die grauen und weißen Kästchen. Ja, 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 ja. So, ich möchte kein Pferd mitnehmen, ich möchte auf Wiedersehen sagen. Und ich möchte eine Stallprämie abholen. Psst, Abfahrt. Ja, ein Pferd mehr kann ich jetzt haben. Ja, ja, jetzt darf wieder reingefeuert werden, ihr Lieben. Ja, ja, Geschirrwagen ziehen, I know. Ich bin schwer beladen und ich möchte kaufen. Gib mir Holzpfeile. Alle. Wow.
Yo, Morschbeck, hallo mein Lieber, herzlich willkommen. Schön, dass du am Start bist. Schön, dass du eingeschaltet hast, hier eine Runde Zelda Tears of the Kingdom. Erstmal Geld rausschallern hier. So. Gut, Geld, was ich nicht gesammelt habe. Immer wenn Zeit ist. Guter Mann. Guter Mann. So, ja. Wir sind wieder sidetracked. Ist egal. Ich will jetzt wissen, was dieser Ballon dort hinten ist. Nachdem ich in Erfahrung gebracht habe, was hier noch für Charaktere drin sitzen. Seelichs Zeitung, da sind News. Das interessiert mich nicht. Okay, never mind. We good to go. We good, we good, we good. Oh, wait. Sie ist vielleicht interessant. Nobo. Soll ich die Szene setzen? Verzeihung, Kleidung, feuerresistente Kleidung. Setzen wir auf stehende Steine. Ja, danke. Das war der Hinweis dafür, dass es feuerresistente Kleidung gibt, die ich natürlich besitze. Brandheißes Abenteuer. Ich gehe dann mal. Da ist ein Brunnen. Und wir sind Brunnenfreunde. Wir sind große Brunnenfreunde. Es gibt einen NPC, der ist Brunnenfreund. Die zahlt dir gutes Geld dafür, wenn du sagst, wo Brunnen sind. Finde ich gut. Was ich nicht gut finde, ist diese Wand dort vor uns. Aber dafür haben wir einen Bohrer. Also, Bohrer. Ne? Bohrer. Ich glaube, das würde mich heilen. Das könnte eine heiße Quelle sein. Ist jetzt ein bisschen underwhelming. Aber der letzte Stallbrunnen war, glaube ich, auch so. Ich glaube, Stallbrunnen sind nicht die richtig wahren Brunnen für die Brunnenfreunde unter uns. Ich glaube, die sind nur so ein bisschen... Lol, in dem Moment habe ich Bora den Speer beschworen. Geil. Ja, Zufälle. Ruhegewalt. Ja, das ist Dodo Knight. In dieser Welt ist das... Da steht Bora. Weil ich den gar nicht nehmen wollte, fällt mir auf. Ich wollte eigentlich das Ding nehmen. Den Hammer. Der ist viel besser. Und es ist ein Herzchen. Es ist ein Herzchenhammer, mit dem wir Steine komplett zerstören. Und einfach uns gut durcharbeiten können. Bist du ein... Oh, du bist der Monsterteile sammelt. Ich erinnere mich. Aus Breath of the Wild. Oh, du sahst so widerlich aus. Ich meine, pretty. Mit ganz viel Liebe, ja. Oh, wer bist du denn jetzt? Zoom nicht ran. Sie zoomen ran. Ich glaube, ich geb's auf. Colton! Du willst zu Satori werden, zu dieser legendären Kreatur. Statt diesen unmöglichen Traum zu verfolgen, solltest du mir lieber mit meiner Monstersammlung helfen. Ich werde zu Satori, ganz bestimmt. Ich habe immer bewundert und geliebt. Ich muss bloß an Mari Signum. Das sind die Eisflocken. Ja. Geil. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Okay, okay, okay. Got it. Ja. Lass mich hier aber mal reingehen, weil ich dieses eine Vieh jetzt noch sammle und dann gebe ich mehr nämlich ab. Da. Headshot. Screw you. Und diese Dinger will der Kollege haben. Ich habe 13. Vielleicht bringt es mir Glück. Who knows? So, und jetzt hier mit ganz viel Liebe wird natürlich abgebaut. Feuerstein, okay. Ich meine, damit kann ich Klamotten schwarz färben. Das ist eigentlich ganz geil. Exe, Exe, Exe. Ich hätte mich anschleichen sollen. So, Leuchtstein. Ich weiß noch nicht, für was die Leuchtsteine sind, aber das kann nicht schlecht sein. Apropos, Leuchtsamen nehmen wir auch mit. So, und dann schauen wir mal. Guten Tag. Ich habe richtig mitgerührt. Ja, gehört. Du möchtest die mal... Ja, ja, ja. Klar, du willst ein kleines Häschen sein. Also, mein Traum ist es, zum mystischen Wesen Satori zu werden. Der Satori ist eine legendäre Kreatur, von der es Augenzeugen aus gut wie alle Regionen von Hyrule gibt. Seine intelligenten Augen, sein bläulich-weißes Fell, wie sehr ich mich dann sehe. Ja, du willst ein Häschen werden. Kann man machen. Mauriges Signum sammeln. Falls du ein Mauriges Signum erlangen hast, gib es mir bitte. Ich werde dich natürlich erkenntlich zeigen. Hier für dich. Ich habe 13 davon. Bist du sicher, dass es echt ist? Diese elegante Form, der bläuliche Glanz.
Nice. Damit kann ich um Monster sneaken. Er isst sie. Okay, ich brauche mehr. Alles klar. Die Leuchtrüstung aufzuwerten. Gut möglich. Gut möglich. Mein Pfad steht fest. Ich werde auf Reisen begeben und diese Dinger sammeln. Ja, also mein Segen hast du natürlich. Danke, Bruder, du bist der Beste. Danke dir, Brudi. Ich habe noch mehr davon. Ich habe mehr davon. Ich habe. Stopp, bleib stehen. Die spawne nicht. Bleib, wo du bist. No. Okay, weg ist er. Fuck. Okay, er sucht Außenresort, falls du Schwierigkeiten hast, ihn zu finden. Komm nach Taburado und frag mich. Sag mir jetzt, wo er ist! Okay. Also der Bruder ist gegangen, ohne mir zu sagen, wohin ist. Und der andere sagt, ja, wenn du wissen willst, wo er ist, frage mich. Und er geht. Der Disrespect. Okay. All good, we good. We cool. Was haben wir da hinten? Enten jagen. Ich weiß genau, wie das geht. Aha, seht ihr? Ich wusste doch. Ich weiß doch, wie das geht. Kriegeflügel. Hier sogar zweimal. Okay, easy. Nachdem ich jetzt dieses Verbrechen begangen habe, wollten wir zum Turm. So. Sidetracking beendet. Wir sind wieder straight on track. Alles gut. Dass dieser Typ das ärgert mich ein bisschen, dass er jetzt einfach gegangen ist. Dass er gesagt hat, ja geil, ich habe einen Sinn gefunden und ich bin jetzt weg. Warte mal, kann es nicht sein? Nee, okay. Genau. Halte ich jetzt nicht so viel davon, muss ich ehrlich sein. Ich wünschte, ich hätte noch mehr geben können. Hat er jetzt auch nur eine von mir bekommen? Er hat nur eine von mir bekommen. Ha. Okay, ja, muss er wissen. Egal, wir werden ihn finden. In diese Stadt, von der er gesprochen hat, da war ich schon. Würde ich jetzt aber nicht hinreisen, weil sonst lasse ich mich wieder zu sehr von anderen Dingen ablenken und sidetracken. Und das wollen wir nicht, haben wir gesagt. Also das will ich nicht. Ich will jetzt mal auf meinem Pfad bleiben. Oh, du hast recht, Raku, das ist Wasser. Da hätte ich Elektro nehmen sollen. Ja, ich glaube, ich weiß doch nicht, wie ich Enten jage. Ah, du hast natürlich recht. Das wäre der Pro-Move gewesen. Da ist Wasser und... Was bist du da hinten? Achso. You what? Okay. Was seid ihr denn? Mit was jage ich die jetzt am besten? Dynamit, oder? Dynamit war, glaube ich, der gute Call. Grill-Edelgeflügel. Geil. Ja, und bei dem hier dachte ich gerade, das ist irgendein Wesen, so von der Seite. Schwarz, rot leuchtend, Monster. Der Juno-Bau stellt ein. Ja, da war ich schon. Unsympathisches Arsch.